Willkommen zurück zu Diablo Immortal. Immer noch mit unserem Necromancer. Wir sind 19 und wir suchen jetzt den Splitter und müssen Lethys töten. Die hier ja abhauen konnte. So, ich hab schon wieder vergessen, wie es geht. Zwischendurch zu viel am Handy gespielt. So, laufen. Das war laufen. So, einmal alle angreifen, bitte. Oh Mann, ja, ich habe definitiv zu viel wieder zwischendurch am Handy gespielt. Ich komme gerade schon wieder gar nicht klar mit der Steuerung. So. Hier musste ich wieder halten. Mann, wo kriege ich denn jetzt hier so viel Schaden? Wer ballert mir denn hier in den Rücken? Okay, ich glaube, gleich sind wir tot. Sammeln wir mal die Heilkugel ein hier. Okay, wir müssen doch nochmal. So. Wo ist er denn hingehüpft? Wo hüpfen die denn alle hin hier? So, wollte ich nur mal kurz ein paar Blaue töten und dann ist das hier schon wieder so ein Schlachtfeld. So, wir wollen aber immer noch... Huch, jetzt laufe ich schon falsch. Hier zu Lethys. Kiste nehmen wir unterwegs mit, das ist ja keine Frage. Aber dann müssen wir gegen sie kämpfen. Ich hoffe, ich komme klar. Sieht aus wie Solo. Ich wollte gerade sagen, Solo-Story-Dungeon. Das heißt, hier ist gerade niemand mit uns. Ja, ich wollte gerne aufhören zu laufen. Jetzt habe ich dabei die Dialoge unterbrochen. Ja. Keine Leiche, aber eine Heilkugel, die nehmen wir natürlich gerne mit. Huch. Ja, ich komme schon wieder gar nicht zurecht. So, du Glubschiger, lass mich hier einmal die Heilkugel nehmen. Oh, die hätten wir noch gar nicht gebraucht. Die glaube ich auch nicht, aber das hat sich jetzt so ergeben. Okay, okay, okay. Also ich kriege ganz schön viel auf die Fresse. Und laufe hier auch noch genau in die Dinger rein. Das ist natürlich super traumhaft. Und bin super langsam, glaube ich, gerade. Ja, jetzt gehen wir bitte nur noch auf sie. Genau. Okay. Ist sie tot? So tot, meine ich. Weltensplitter einsammeln. Sammel ihn ein! Schneller! Ja, okay. Nichts Schlimmes dazwischen gekommen. Das heißt, wir müssen raus und mit Xul sprechen. Oder erstmal mit Xul sprechen. Lethys escaped then. She never was the type to put her life on the line. Another simulacrum. Although this one was far more convincing than the last. I suppose having a chunk of the World Stone in its possession helped. I'm glad to see it safely in your hands. Yes, I know what that is. Although it's quite a bit smaller than the last time I saw it. I will have to follow after her.
Regardless, I must thank you for your aid, my friend. Blessings of Rathma upon your journey, wherever it may take you. Danke. Okay, er redet nicht mehr. Nur eine Sache noch. Wenn ihr zu Kane zurückkehrt, sollte er besser diese Waffe untersuchen, die ihr gefunden habt. Er sieht vielleicht nicht danach aus, aber der alte Gelehrte hatte schon immer ein Händchen dafür, verstecktes Potenzial zu identifizieren. Autonavigation freigeschaltet. Over a single shard. Hopefully Elder Kane has found a way to destroy them once and for all. Das wäre cool. Now, let's see if this scroll of Westmarch he gave me actually works. Okay, das heißt, wir sollen hier einmal diese Rolle ausprobieren. Wir schauen erstmal ganz kurz, was wir hier noch alles haben. Shop, was haben wir denn da? Ach so, gratis Tagesbelohnung. Ja, die fordern wir natürlich sehr gerne ein. Und nehmen das mit. Pakete war schon das, genau, eingefordert. Was haben wir noch? Fertigkeiten. Beschwert 13 Sekunden lang einen unbeweglichen Skelettmagier, der Seelenfeuerbälle in eine Richtung wirft. Okay, ihr könnt insgesamt nicht mehr als 6 Skelett-Champions und Skelettmagier befehligen. Ja, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich werde mich mal schlau lesen, tatsächlich mal, unabhängig von den Folgen. Bestenliste, da können wir was einsammeln. Alle einfordern. Ja, schon eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, die erste Abschlussbelohnung. Stufe, ich weiß gar nicht, von was das ist. Ist das von den Herausforderungsportalen? Das kann natürlich sein. Was leuchtet denn jetzt noch hier? Ah, erstes Monster des Tages getötet. Band der Vitalität. Sehr schön. Ist das denn besser als das, was wir haben? Wir haben hier auf jeden Fall erstmal Schultern, die besser sind. Dann haben wir hier eine deutlich bessere Schärpe. Und den Ring, den wir überhaupt erstmal anlegen können. Genau, weil wir haben nämlich noch gar keinen. Huch, ich will schon wieder scrollen. Okay, dann testen wir doch mal die Rolle. Sieht auf jeden Fall gut aus. Scheint zu klappen. Okay. Hold there a moment, stranger. We're speaking with all new arrivals seeking asylum. Hm. You don't look like one of these refugees from Ashwald. What brings you to Westmarch? Yeah. I'm supposed to meet someone in the city. Hm. Another tight-lipped adventurer. You're not the first to step through these gates on business. All right. Everything checks out. Move along and keep the peace. Understood? Keep the peace. Verstanden. Wir keepen the peace. Oh, wir haben Codex, was wir hier abschließen können. Ach, das ist das noch von gestern gewesen. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber das nehmen wir ja nochmal mit. Dann müsste ich mal zu einem Schmied auch wieder. Das ist hier auch witzigerweise eine Guide-Aufgabe. Ah, I knew it had to be you. Been waiting a while for you to show. Charcy would have stayed, but you know, she's got business to run. I'm sorry. Who is Charcy? How do you know me? Oh, forgive me. I got a little overzealous there. Let's say we all have a mutual friend. A certain scholar who arrived before you did. Our friend asked us to greet you when you arrived. Listen, Charcy's the one you want to speak with. Find her at the blacksmith, and she'll guide you further. Welcome to Westmarch. Good luck. Danke. Dann suchen wir doch mal Charcy. Findet Charcy auf dem Rakisplatz. Das versuchen wir direkt. Es ist schon wieder ein bisschen laggy, wenn ich das hier. Boah, nicht nur ein bisschen. What do you need, friend? Ganz kurz mal hier alles. Alles wieder verwerten und aufwerten. Das machen wir doch direkt mal. Können wir nämlich endlich. Haben wir endlich genug Sachen für. Da werten wir doch gleich mal die beiden hier auf. Beides auf Rang 2. Nee, Rang 1 überhaupt erstmal. Okay, dann haben wir jetzt für beides nicht mehr genug Materialien. I hope that can help. Das hoffe ich auch, dass das helfen kann. Excuse me.
Are you Charcy? A man on the bridge implied you could help me find Deckard Cain. It's you! You're here! Cain is gonna be so happy you arrived. Well, let me be among the first to welcome you to Westmarch. Isn't it as grand as the stories say? Yes, Westmarch. A city that has never been a true friend to the priests of Rathma. I would like to reach Elder Cain quickly, if possible. Oh, right, of course. Cain has a workshop over to the left of the central square, just beyond the fountain. You know, once I've finished up here, I'll join you two. Give you a proper introduction to the city. Na. Goodbye. Goodbye. Sprecht mit dem Schmied und verwertet einen Gegenstand wieder. Das haben wir direkt gemacht. Wertet einen Gegenstand auf Rang 2. Das hätten wir eben schon machen können und nicht beide auf 1, ne? Egal, das machen wir beim nächsten Mal. Man kriegt ja doch schnell die Materialien zusammen. Und dann gehen wir doch mal zum Arbeitsraum von Cain. Deckard Cain. Ist das hier der Raum? Ja, sieht so aus. Da ist er ja. Ah, welcome, friend. Welcome. I am glad to see you made it here safely. And with the shard of the world stone, I hope. Natürlich. Indeed. With every step, I have felt its power tug at my soul. I'm glad to be rid of it. Well done, my friend. I am certain it was no easy task to acquire this shard. Sadly, there is no simple answer on how to destroy an object this powerful. For now, it must be kept out of sight. Na, dann verstecken wir ihn mal. Ich hoffe, er kann das. Aber es sieht so aus, als würde er das gerade tun. Now then, you may recall, I spoke of a ritual that revealed the Worldstone shards in Wortham and Ashwold. Well, while you were busy, so was I. And Tal Rosh's ritual has revealed a third stone to me. You see, the ritual cannot simply find all the shards across the world. No, it reveals those that are being used in some form. It seems the magic of the World Stone emanates from the Dark Wood, a place of great and ancient evil. So the shard is already in someone's hands, then? Unfortunately, yes. You must expect that the darkness is already moving against you. But you are not alone. In fact, Charcy should be here soon. I can think of no one better to help you find the strength you will need. Na, dann kommt Charcy hoffentlich gleich. Ach so, ich muss noch mal sprechen, ja. Ich verstehe. Nun, wenn wir Zeit haben, gäbe es da noch etwas anderes. Xul meinte, ihr könntet mir mit einer Waffe helfen, die ich gefunden habe. Er sagte, sie habe verstecktes Potenzial, was immer das auch bedeutet. Really? Let me see it. I used to be quite adept at revealing the properties of magical equipment, you know. Ah, yes. The grooves of this weapon function as sockets. Some rare armors and weapons can be befitted with gems of legendary power. There's research on it around here, if you can find it in the mess. I'll have a look around. Dann sehen wir uns doch mal um. Oh, oh, oh. Charcys Forschung untersuchen. Sieht cool aus, verrät mir jetzt aber noch nicht ganz so viel. Okay. These so-called legendary gems seem very useful. How would one go about acquiring them? Well, the writings I've seen speak of the Elder Rift in the same breath as these gems. Legends upon legends, it seems. Still, I believe the royal mages recently made a breakthrough involving something called crests.
Da fällt mir ein, sollte Charcy nicht in Kürze eintreffen? Wenn jemand mehr über diese Gerüchte weiß, dann ist sie es. Keiner hat die Ohren so am Puls von Westmark wie sie. Oi, das war laut. Things are clearer now. Ja, ich hoffe, dass things clearer sind. Was müssen wir denn machen? Wir müssen wieder raus. Ach, Charcy wartet schon. Oh, you're done already. I would have thought destroying Worldstone shards would take more time than that. You're not wrong there. And it appears I must find another in the Dark Wood. Cain mentioned you might be able to help out. The Dark Wood? You know, I grew up not far from there. If you're heading to a place like that, you're gonna need some better equipment. Das wäre cool. I know what to do. Nun, Cain erwähnte es, das Ältestenportal genannt wird. Das Ältestenportal genannt wird. In seinen Forschungen behauptet er, dass er der Schlüssel zur Nutzung der Macht der legendären Edelsteine sein könnte. Wisst ihr etwas darüber? Natürlich, die Portalsteine befinden sich direkt auf dem Platz des Palastes. Ich wette, wir finden dort oben jemanden, der helfen kann. Dann lauf mal vor, bring mich hin. Ich komme. Ich eile. Dieser Mann hat vorhin mit dem Hofmagier gesprochen. Der hier. Seid ihr auf der Suche nach Abenteuern? Nutzt ein Emblem und erforscht die Mysterien des Ältestenportals. Excuse me. I had heard a rumor that there's been a breakthrough with the Elder Rift. You strike me as someone who might know a thing or two about it. You've got a sharp eye, adventurer. The court mages have been testing out various crests of power for a while now. We've just been given permission to start selling them. Only to qualified individuals, of course. From the look of you, I think we might be able to do business, friend. What do you say? The first crest's on me. Ja, dann nehmen wir das doch gerne. We have an accord, then. Head over to the pedestal and place that crest into one of the recesses there. From what the mages tell me, that should activate the Elder Rift. Good luck in there. Hm, also bin ich qualifiziert genug, dass ich das kriegen kann. Legendäres Emblem haben wir bekommen. Müssen wir scheinbar direkt verwenden. Tägliche Belohnung schaut jeden Tag vorbei, um ein kostenloses, seltenes Emblem zu erhalten. Das machen wir auf jeden Fall ab jetzt. Und das müssen wir hinzufügen. Tippen, um legendäres Emblem hinzuzufügen. Das Hinzufügen von legendären Emblemen garantiert legendäre Edelsteine. Ziemlich nice. Dann finden wir doch mal eine Gruppe, oder? Geht das so? Gruppe finden? Tippe, um das Ältestenportal zu betreten. Okay, wir können auch alleine hingehen. Nee, wir wollen da nicht in die Phase. Ja, dann gehen wir doch da mal rein. Okay, der lehnt ab, dann gehen wir, glaube ich, gleich einfach mal alleine. Das ist mir irgendwie zu anstrengend hier. Huch. Upsi. Nein, lasst mich jetzt da raus. Ich will lieber alleine gehen, das nervt mich sonst. So, machen wir das nochmal. Und wir machen das mit Betreten, wie es da in der Anleitung stand. Dann sind wir nicht angewiesen auf andere, auch wenn ich dann vielleicht sterbe. Mal gucken. Tretet einem Clan bei, um gleichgesinnte Spieler zu finden. Raserei. Oh, ich habe mir das gar nicht durchgelesen. So, okay. Also wenn da Leichen liegen, geht es auf jeden Fall ziemlich gut, würde ich mal behaupten. Wenn wir zusammenkommen, das wäre halt ein bisschen zu lange. Also wirklich, solange es da Leichen gibt, geht das echt nice. Können wir das hier irgendwie zusammenziehen? Oh oh, ich glaube, das wird ein bisschen viel, oder? Vielleicht wird das ein bisschen viel. Gucken wir mal. So
So können wir die auf jeden Fall super gut explodieren lassen. Das ist ziemlich nice. Okay, hier war noch irgendwas. Einer. Ja, gut, den können wir ja mal ganz kurz noch wegnapfen hier. Der hat sogar noch Sachen für uns. Was steht hier? Aber bezwingt den Portalwächter innerhalb der vorgegebenen Zeit, um Bonusbelohnungen zu erhalten. Tötet rasch Gegner. Muss ich mich auch noch beeilen? So, da waren wir jetzt schon. Dann gehen wir mal hier lang. Ich komm mal bitte alle mit. Ein bisschen was zusammenziehen wäre ganz nice. Oh, hier sind blaue. Ich hab das auf jeden Fall echt gut. Ja gut, ihr Rangers seid halt ein bisschen blöd. Ihr nervt. Aber ihr seid ja auch schnell tot. Okay. Your corpses are mine. Ja, ich würde gerne hier zwischendurch gehen. Oh oh. Noch eine Heilkugel. Nicht so optimal, aber... Werde ich jetzt schon wieder fast? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Wir haben nämlich, glaube ich, noch ein bisschen was zu tun. Wir haben ja gerade mal gut die Hälfte. So, ihr kommt auf jeden Fall mal zusammen. Bitte! Zusammen! Okay, ein bisschen machen wir noch. Da ist noch was Gelbes. Aber das nehmen wir auf jeden Fall mit. Gelbes, komm bitte mit. Ich komme nicht mehr raus. So, wo ist meine Maus? Da. Meine Güte, der haut aber rein. I'm injured. Ja, sehe ich. So gut wie tot. 2 Sekunden noch, eine. Okay, den haben wir geschafft. Da vorne war auch noch ein Heiltrank, habe ich gesehen. Okay, zuerst mal den hier. Oh, da schießt auch noch wer. Wie viele sind denn hier noch? Ich glaube, wir brauchen jetzt nur noch einen töten. Oder irgendwie nicht mehr viele auf jeden Fall. Dann ist die Leiste voll. Ja. Yep. So. Was jetzt? Ist der da unten? Warum ist der denn da unten? I am healed. Ja, wir healen uns mal zuerst am besten. Versuchen uns nicht abschlachten zu lassen. Am besten. Oder wir bleiben einfach genau drin stehen. Das ist auch schön. Oh, jetzt kommen natürlich auch noch mehr. Das ist, da ist doch einer. Das macht schon eine ganze Menge Schaden. Komm ich hier bitte einmal hin. Den brauche ich nämlich auch noch. Die sind ja schnell tot, hier die blöden Bogenschützen, ne? Aber die nerven ja schon irgendwie ganz schön. Ich wollte noch rausgehen. Verkackt. So, hier können wir noch kurz weggehittet werden, bitte. Diesmal hat es geklappt. So, dann mal in diese Richtung, bitte. Oh oh. So, der muss ja jetzt auch gleich mal tot sein hier. Noch viel mehr. Ich hätte gerne jetzt endlich. Ja.
Ja, geht doch. Es gibt auf jeden Fall eine Menge. Blitzkern. Legendärer Edelsteinübersicht. Öffnet euer Inventar. Erstmal ganz kurz das hier anziehen. Das ist besser. Was soll ich hier anklicken? Edelsteinsockeln. Machen wir. Hier machen wir das auch. Schaden ist immer gut. Das können wir hier sockeln. Leben. Naja, gut. Mehr gibt's nicht, ne? Mehr haben wir nicht. Okay. Gegenstand wählen. Was muss ich jetzt machen? Gegenstand aufwerten? Achso, nee. Das tippen haben wir doch schon. Das haben wir doch gemacht. Dann müsste das doch fertig sein. Oh, hier unten ist ein Schmiedebeat. Das können wir noch ausrüsten. Ja. Need something reforged? Ja, ich need something reforged. Gibt's nichts. Okay. Most appreciated. Aufwerten kann er nicht. Dann gehen wir nochmal zurück. Portal verlassen. Was stand in der anderen Option? Habe ich gar nicht gelesen. Portal verlassen schien mir schon gut zu klingen. So, dann gehen wir nochmal zurück hier zu Herrn Yondo. Hi Yondo. Seid ihr auf der Suche nach Abenteuern? Nein. You're back. Ja. Oh, thank the high heavens, someone finally survived. Oh. I knew you were the right one. Tell me, what was it like in there? Maze-like corridors filled with untold horror, as expected. I did find a few valuable things. Hold on. Did you say finally survived? Yeah. Valuable things, huh? Oh, I like the sound of that. Business is going to be booming once rumor of ancient treasures starts to circle around the city. Here. You more than earned these, friend. Have a few more crests on the house. Who knows what you'll find in there next time, huh? Yeah, but nice. If you find something nice enough, you might even be able to make some decent platinum at that market in Rackers Square to the south. Take a gander if you get the chance. It'll be worth your time, I promise you that. Hm. Okay. Leben 6 Stück haben wir bekommen. Cool. Ältestenportal, das fordern wir hier noch ein. Das fordern wir hier noch ein, was auch immer das alles ist. Was haben wir hier noch? Segen des Überflusses. Was ist denn Segen des Überflusses? Kostet 10 Euro, will ich nicht. So, ja, haben wir noch glatt ein Ältestenportal gemacht und haben hier so einen Blitzstein bekommen. Was kann der denn überhaupt? Blitzkern, erhöht die Resonanz um 30, 12 Kampfwertung, Primärangriffe und Bewegung, laden euch mit Elektrizität auf bei voller Aufladung. Setzt euer nächster Primärangriff einen Kettenblitz frei, der Gegner in der Nähe 90% Basisschaden plus 1134 zufügt. Dieser Effekt kann nur einmal alle 20 Sekunden auftreten. Ist ja ein ganz cooler Bonus. Jetzt brauchen wir nur noch für alle anderen hier auch sowas. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Also danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.